Au, liebe Padafa-Arme, und seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 Trainerkarriere mit Jürgen Klopp. Wir haben in der letzten, beziehungsweise in der ersten Folge, die ich gestern ausgestrahlt habe, haben wir eine ganze Stunde lang die Mannschaft so zusammengestellt, wie wir wollten, beziehungsweise die ganzen Transfers gemacht, die wir wollten. Wir haben hier Roberto Firmino links, Sturridge rechts, Coutinho zentral offensiv, Brandt links, Mané rechts, Hamsik zentrales Mittelfeld, Ricardo Rodriguez links, Vertonghen Mitte, Martinez Mitte, Klein rechts und Karius im Tor. Dann haben wir Talente. Der französische Torhüter Lafon mit 17 Jahren hat, was ich im Kopf habe, ein Potenzial bis 86. Dann haben wir hier 17-jährigen auch mal den Rechtsfeldspieler, 20 Jahre aus Serbien, auch ein Talent. Ja, das wären mal Talente. Iheanacho Ciao haben wir auch von Manchester gekauft. Ist ein Nigerianer mit 19 Jahren. Eines der, ja, Fußballtalente, aber auch riesiges Potenzial. Also ist unter den ersten circa in der Mitte. Eigentlich großteils die Mannschaft, der Rest sind halt Spieler, die ich aussortiert habe, weil ich erstens nicht gerne spiele und zweitens sie nicht gut genug sind gegen den Rest der Mannschaft. Ja, wir werden heute circa drei Spiele spielen. Als erstes das Spiel gegen Burnley werden wir simulieren. Anschließend spielen wir gegen den Rivalen Manchester United im Pokal. Dann gegen Tottenham. Und danach noch gegen Leeds City. Ja, seht es euch an, wenn es euch gefällt. Lasst ein Like da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren bzw. auf die Glocke zu drücken, um jederzeit neue Benachrichtigungen zu bekommen, sobald ich ein Video hochlade. Zum Thema GTA. Okay, Storage verletzt. Zum Thema GTA. Wir werden dieses Wochenende voraussichtlich einen Livestream machen. Ja, wir werden dieses Wochenende wahrscheinlich einen Livestream machen. Da muss ich noch mit den Kollegen sehen, ob sie Zeit haben. Weil alleine spielen möchte ich auch nicht unbedingt. Es wird wahrscheinlich ein, ja, Parcours-Wochenende bzw. ein Levelation-Weekend. Mittelschwere Parcours, leichte Parcours, schwere Parcours, alles dabei. Der Livestream wird maximal 1,5 Stunden gehen. Seid dabei, wenn es heißt Levelation-Weekend, wenn es heißt Parcours. Wenn ihr mich sehen wollt, beziehungsweise hören wollt, sehen, soweit sind beim Kanal, auch Laufe des nächsten halben Jahres, beziehungsweise Jahres, je nachdem wie es aussieht, budgetmäßig.
Ja, wie gesagt, wir spielen jetzt gegen der United. Sollten diese plangemäß wegkloppen, Jürgen Klopp spielen, wäre doch nicht schlecht, wenn man wie sie wegkloppen könnte. Presse verunsichern. Angebot für Lukas Leiva. Halb. 10,5. Entweder ihr zahlt genau die Elf oder ihr bekommt die nicht fertig. So, dann würde ich sagen, starten wir mal gegen United. Ich hasse diese Challenge. Jetzt geht's los. Gibt's doch gar nicht. Dass der noch getroffen hat, ist ein Wunder. Ja, höchstwahrscheinlich werden wir entweder mit Flo streamen. Oder mit Skyfall. Beziehungsweise eventuell Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu dieser hoffentlich mit spannenden Begegnung im Impact. englischen Ligapokal. Das werden wir noch Darauf hoffe sehen. ich auch. Und auf geht's. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Manchester United. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Juan Mata. Jetzt Man United im Angriff. Wichtig ist nur, dass wir nicht verlieren da. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht ins Stocken. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst. Eieieiei. Und da gibt's jetzt den Angriff. Ricardo Rodriguez. Klein.
aber keine Verwarnung. Früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Jetzt müssen sie aufpassen. Brandt. Steiges Spiel, gute Idee. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Roberto. Jawohl. 1:0 Roberto Firmino. Besser geht's nicht. Mit dem ersten Torschuss machen sie den Treffer. Und hier nochmal die Wiederholung. So muss es laufen. Er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Und nach 13 Minuten sind sie hier zum ersten Mal erfolgreich. Das könnte eine Gelegenheit werden. Flanke war nicht so gut. Die Abwehrspieler können klären. Und Firmino. Da gewinnt er den Zweikampf. Und Mkhitaryan. Freistoß gibt's. Ja, genau. Aber vielleicht auch eine Verwarnung. Scheiß dir nicht an, Alter. Jetzt Coutinho. Und jetzt haben sie den Ball. Schlechter Pass. Sehr schlechter Pass. Juan Mata jetzt. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Roberto Firmino. Das könnte die Chance werden. Der Ball zurück bei Manchester United. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Mané. Klein. Jetzt vielleicht. Und jawohl. 2:0. Da war der Torhüter nicht schnell genug unten. Schöner Pass und da hat er dann natürlich keine großen Probleme mehr. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Hier nochmal dieser Treffer. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Der Ball ist über der Linie. Ein bisschen Einwurf. Zu weit, aber schön gesehen. Klein. Hamšík. Ricardo Rodriguez. Mané. Nun Hamšík. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Sauber vom Ball getrennt hier. Und jetzt mal Manchester United. Ricardo Rodriguez jetzt. Valencia! Schön gehalten. Jetzt gibt es Ecke für United. Da kann er ihn stoppen. Es gibt Vorteil für Man United. Martial. Pogba jetzt. Wird das seine Torchance? Hamšík. Nun Firmino. Mané. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt vielleicht. Und so wird das nix. Den hält er schon. Schön gespielt. Aber leider kein Tor.
Eric Bertrand Bailly. Smalling. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt ein weiter Einwurf, dann wird's brenzlig. Coutinho. Fairer Einsatz hier. Valencia. Und er schießt. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Ja. Pogba verletzt. Okay. 2:0 zur Pause bis jetzt. Zweiter Durchgang läuft. Weiter geht's im englischen Ligapokal. Klein. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Rodriguez. Schlechter Pass. Nun Juan Mata. Und Marek Hamšík. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sehr gutes Ab. Roberto Firmino. 13:0 und Hattrick. Roberto Firmino. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Er geht heute ab. Unglaublich. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn. Bei ihm klappt heute wirklich alles. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Ander Herrera. Manchester United will einen Wechsel vornehmen. Sie suchen die Lücke. Tolle Flanke. Flanke gegen Abwehrspieler, da war mehr drin. Nun Coutinho. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt vielleicht. Da passt der Torhüter auf. Das ist schon der vierte Treffer von ihm. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Er ist heute sehr gefährlich. Mr. Firmino. Und Herrera mit der Faust. Schussversuch. Das war eine knappe Kiste, aber egal, sie liegen vorne. Iheanacho. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Schneiderlin. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Luis Suarez am Ball. Und jetzt der Schuss. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Nee, nicht gut gespielt. Aha. Zwei geht's aus. Rojo. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Nun Hamšík. Roberto Firmino. Wird das seine Tor? Da gewinnt er den Zweikampf. Steil gespielt. Suarez jetzt. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Die Kopfballstarken sind mit vorne. Gleich kommt die Ecke. Keeper war dran. Er faustet den Ball weg. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Mats Hummels ist zu Bayern München gewechselt und verlässt Borussia Dortmund. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation.
Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Da schickt er den Mitspieler. Luis Suarez! Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Hamšík. Klein. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Und Man United will wechseln. Jetzt könnte es gefährlich werden. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Das war einfach. Und er hat den Ball. Mané. Flanke kommt, wird das eine Chance? Ja, jetzt kurz vor Ende noch kurz wechseln. Coutinho raus. Hamšík raus. Und Brand raus. Der Ball ist draußen, gibt einen Eckball. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Da kommt der Schuss. Und den hält er fest. Gut gemacht. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel, führen sicher und werden das Ding hier nach Hause schaukeln. Klein. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Da geht er runter. Oh, schön gespielt. Den Ball abwehren. Gleich kommt der Eckstoß rein. Geht er rein? Da ist der Torwart da, gut gemacht. Und die Situation geklärt. Das Spiel ist 3-0 Sieg, 3 Tore Roberto Firmino. Kann sich sehen lassen, so eine Leistung, auf jeden Fall. Sagt, unter 11 bekommt ihr nicht. Watford. Lalana. Jetzt gegen Tottenham Hotspur.
Schuss. Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Heute Tottenham Hotspur gegen Liverpool. Kurz zu den Gästen, wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Wenn sie heute gewinnen, wären das schon 7 Punkte aus 3 Spielen. Nichts zu sehen von Motivation nach dem Titel. Ganz starker Saison. Sie haben sich einen neuen Mann für die Defensive geangelt. War vielleicht überfällig, ne, Buschi? Ja, da hatten sie auf jeden Fall Bedarf. Er wird sie stärker, stabiler machen. Klingt wie eine Kneipe oder ein Hotel. Und das mit dem Hotel macht Sinn, Buschi. Ja, der Name kommt tatsächlich von einem Hotel, welches sich zuvor an Ort und Stelle befand. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Und jetzt per Kopf. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das war eine richtig starke Saison von den Spurs in der Premier League. Eigentlich eine Meistersaison, ne? Wäre da nicht Leicester City gewesen, Wolf. Aber du hast natürlich recht. Die haben das klasse gemacht, richtig gute Leistungen gezeigt. Und darauf werden sie aufbauen wollen. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Klein. Pass zurück zum Torhüter. Alberto Moreno. Jetzt Firmino. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Jetzt gibt es einen Einwurf. Und Firmino. Da zieht er ab. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Wird das jetzt gefährlich? Chudley. Walker. Da kommt der Pass auf außen. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen. Dele Alli. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Sauber vom Ball getrennt hier. Ach, komm schon, ey. Rose. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Und er schießt. Der Schuss war nicht besonders, er geht weit vorbei. Lucas Leiva jetzt. Wijnaldum. Das macht er gut. Gut geklärt, aber Einwurf. Lucas Leiva. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Da geht er dazwischen. Wanyama. Jetzt wird's gefährlich. Lamela. Super durch. Da kommt der Schuss. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Und Alberto Moreno.
Ein berechtigter Freistoß. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus. Trotzdem, angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Sehr guter Einsatz. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Gute Idee, den auf den Flügel zu legen. Okay, aber Moment, spiele ich extrem scheiße. Wird's jetzt gefährlich? Da ist er da und hat die Flanke. Und Firmino. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Wanyama. Das könnte gefährlich werden. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es oben drauf. Abwehr hat aufgepasst. Wanyama. 0. Wir steigen ein. Die zweite Hälfte kann beginnen an der White Hart Lane. Da gewinnt er den Zweikampf. Es gibt hier Einwurf. Chudley. Matip. Nun Lucas Leiva. Jetzt Alberto Moreno. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Das war vielleicht ein Pass zu viel. Jetzt ist der Ball weg. Jetzt müssen sie aufpassen. Sehr guter Einsatz. Sie bieten sich an. Das war einfach. Und er hat den Ball. Jetzt Lallana. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Lamela. Er sieht das Foul. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Jetzt wäre Tor langsam mal nicht schlecht. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt muss es schnell gehen, dann kann es gefährlich werden. Und da zeigt er vollen Einsatz. Mit Erfolg, er hat den Ball. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Flanke kommt, wird das eine Chance? Er köpft den Ball. Ja, Tor, falsche Seite. Vorne. Und jetzt sehen wir endlich das erste Tor. Ganz schwacher Pass, Ball draußen. Dembélé. Chudley. Er entscheidet auf Freistoß. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt die Chance. Den hält er. Und damit verhindert. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Nun Firmino.
das könnte eine Gelegenheit werden. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Natürlich muss er da abpfeifen. War ein Foul. Ja, ganz klar. Aber gelb ist zu viel. Da hat sich die Mauer bewegt, aber der Schiri hat es gesehen und er warnt die Spieler. Die Chance lässt er liegen. Der Ball geht in die Mauer. Bisschen fest und dann wäre er drüber. Ja, es gibt Eckball. Und mit der Faust geklärt von Lloris. Der Ball ist im Aus, es gibt Abschluss. Schauen wir auf den Ballbesitz, Buschi. Alles ausgeglichen hier, die nehmen sich nicht viel. Song. Das könnte gefährlich werden. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ganz einfach an den Ball gekommen. Das könnte die Chance werden. Vorteil. Und den Freistoß können sie... So, jetzt bringen wir noch mal ein bisschen Schwung in die Partie da. Mit Mané in Sturm. Coutinho und Brandt. Jetzt direkt versuchen. Mit der Flanke jetzt vielleicht. Super gemacht vom Torwart. Eckball. Walker! Jetzt schießt er! Der Blick auf die Uhr, da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Da schickt er den Mitspieler. Eric Dier! Und so wird nichts, den hält der Torwart natürlich. Versucht mit dem Kopf. Klein. Mit einem Tor liegen sie vorne. Jetzt noch mal zittern. 5 Minuten sind es noch. Jetzt aufpassen. Und er gewinnt den Zweikampf. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Yeah. Es wird nochmal lauter auf den Rängen. 4 Minuten Nachspielzeit wird es geben und schon ist die Hoffnung zurück. Und die Fans hätten den Abpfiff lieber früher als später, aber noch sind wir nicht durch. Da zieht er ab. Schussversuch. Fuck off, Alter. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr. Ja, komm. 1-0 verloren. Verdammt Scheiße, Alter.
simulieren wir gerade auch. Dann spielt das Spiel gegen Juventus Turin in der Champions League und dann war es das für die heutige Serie, für die heutige Folge. Romelu Lukaku mit dem, als Neueinkauf, frisch verpflichtet, sein erstes Pflichtspiel jetzt. Gianluigi Buffon. Ausruhen auf dem kürzlichen Heimsieg, als es gegen Leicester City ging. Da gab es ja bekanntlich einen 3:1 Erfolg zu bejubeln. Heute wird es, ich vermute, schon ausgeglichener zur Sache gehen. Ich tippe auf ein Remis. Er zieht ab. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Der erste Warnschuss, wie man so schön sagt. Nur Marquisio. Mané. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kann er sich den Ball holen. Marquisio. Dybala. Kann losgehen im Champions Cup. Der erste Spieltag steht an. Er ist frei, da kann was draus werden. Roberto Firmino. Oh Mann. Da hat er natürlich Zeit zum Nachdenken. Wohl zu viel Zeit, Buschi. Ja, das scheint so, Wolf. Er hatte da mehrere... Romelu Lukaku. Gute Möglichkeit, aber völlig verunglückter Abschluss. Ja, da war er wohl zu nervös und überhastet, um den Ball zu... Und jetzt die Chance. Ein unfassbares Tor. Roberto Firmino, 1-0. Das war nicht gedauert, bis hier das Tor gefallen ist. 12 Minuten erst rum. Chiellini. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Mané. Nun Coutinho. Klasse Technik. Lichtsteiner. Marquisio. Jetzt Coutinho. Brandt. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Keine gute Flanke hier, das lässt sich leicht klären. Lichtsteiner. Wird's jetzt gefährlich?
Gutes Tackling auf außen. Schön. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Brandt. Brandt mit dem Ball. Ja, lässt sie abdrängen. Defensiv machen sie es gut. Sadio Mané. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und jetzt die Chance. Klasse aufgepasst vom Torwart. Da kann er ihn stoppen. Da steht die Abwehr sicher. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Ja, komm echt. So ein Scheiße, Alter. Unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Nur Marquisio. Wird das eine Torchance? Marquisio! Den Ball hält er gut. Schön gehalten von Karius. Aus, gibt Ecke für Juve. Andrea Bazzali jetzt am Ball. Khedira! Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Mané. Nun Hamsik. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Marquisio. Lichtsteiner. Und jetzt vielleicht Juve. Javi Martinez jetzt. Drei Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Jetzt Rodriguez. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Nun Khedira. Und... die zweite Hälfte in diesem ersten Gruppenspiel der Champions Cup Saison und wir sind weiter mit vor der Partie, Buschi. Schauen wir mal, wer jetzt hier den besseren Start hinlegt. Klasse gespielt. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Da kommt er raus und hält den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da gewinnt er den Zweikampf. Und irgendwie hält er ihn. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Sie trainieren Dybala. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Jetzt Pjanic. Khedira. Und jetzt ist Juve im Angriff. Das gibt Freistoß. Foul. Irgendwas. Schon ausgeführter Freistoß. Higuain.
Da zieht er ab. Stark gemacht. Schön gehalten. Und weiterhin steht die Null. Klasse Leistung vom Torhüter bis hierhin. Flanke kommt, wird das eine Chance. Benatia. Und noch eine Ecke. Sie haben den Ball. Romelu Lukaku. Das könnte, er ist frei, da kann was draus werden. Lukaku. Lukaku mit dem Tor. Ganz böse in Seiko. Der Schlenzer in den Winkel. Toll. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Marquisio. Khedira. Lichtsteiner. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Eckstoß und vielleicht eine Möglichkeit für Juve. Die Flanke holt sich der Verteidiger. Dabei kam sie eigentlich gut rein. Juve kann sich hier den Ball zurückerobern. Defensiv machen sie es gut. Gutes Tackling. Quadvoa Samoa. Da bekommt er Unterstützung. Sieht gut aus, der Pass kommt. Sergio Aguero ist zum FC Barcelona gewechselt und verlässt Manchester City. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Schön dazwischen gegangen. Nun Benatia. Mandzukic. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Gibt Einwurf. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mit einem Wechsel. Und der lange Ball jetzt in Richtung Higuain. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt wird's gefährlich. Und jetzt ein Schuss. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ja, nein, jetzt. Wird das eine Torchance? Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Auch hier, richtig gesehen vom Unparteiischen, das war ein Foul. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Da passt er klasse auf. Jetzt wird es Ecke geben. Da ist Martinez da, Ball abgefangen. Jawohl. Das ist es.
Liebe Padafa-Army, das war's für die heutige Folge. Schaltet auch auf jeden Fall das nächste Mal ein, wenn es heißt FIFA 17 Trainerkarriere mit Jürgen Klopp. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf mir. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, drückt abonnieren und drückt auf die Glocke, um keine Benachrichtigungen mehr zu verpassen, kein Video mehr zu verpassen. Ja, wir sehen uns hoffentlich wieder bei der dritten Folge der Trainerkarriere auf FIFA 17 auf unserem Channel Padaf Official oder auf Twitch hier PM6 und die. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, ciao ciao, euer PM6 und die bzw. euer Team. Reingehauen.